Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu der neuen Folge, der zweiten Folge von Geschichtsfreak. Heute geht es um König vs. Papst. Und da fragt euch jetzt König vs. Papst. Klar, bleibt dran und ich würde sagen, los geht's. Die eigentliche Geschichte müssen wir aber noch vorher abkürzen, und zwar mit dem Vater von dem König, um den es gehen wird, Heinrich III. Er leidet nämlich an Gicht, und Gicht war damals eine Krankheit, an der man schnell weswegen er seinen vierjährigen Sohn zum König macht. Also er fordert die Fürsten auf, schwört ihnen die Treue. Das machen die auch. Und ein Fürst, Rudolf von Schwaben, macht etwas Schlimmes zur damaligen Zeit. Er sagt nämlich, ich werde die Treue halten, wenn du ein gerechter König wirst. Und ihr würdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, okay, what the hell, gerechter König? Okay, das ist doch eigentlich ganz gut. Nun ja, den Treueeid abzuändern, das ist praktisch eine Strafe im Mittelalter. Das geht einfach nicht, ja? Ja, und der Heinrich interessiert sich dafür nicht, der ist gerade mal 3 Jahre alt. Und auf jeden Fall stirbt sein Vater 3 Jahre später und er lebt dann unter der Obhut seiner Mutter. Und eines Tages wird dem königlichen Hof ein Besucher ankommen. Ein Mönch, der nennt sich Hildebrand. Dieser Mönch will unbedingt die Kirche, die Klöster reformieren. Er will eine Reform der Religion. Ja. Und dieser Mönch war schon wenig begeistert von Heinrich, da er ja eigentlich noch ein Kind war. Und ja, what the fuck, unser König ist ein Kind. Weswegen der dann ziemlich beleidigt sogar abgezogen ist, kann man schon fast sagen. Ja, auf jeden Fall, die Jahre vergingen. Aber jeder merkte, dass man die Mutter von Heinrich leicht beeinflussen kann. Also auch die Fürsten beeinflussten sie, und das ging dann am Ende so weit, dass der Erzbischof von Köln, Anno von Köln, den kleinen Heinrich entführen lassen hat, und keiner der anderen Fürsten hat was dagegen gemacht. Wohlgemerkt diese Fürsten, die ihm die Treue geschworen haben. Die Fürsten dachten sich, ja, gut. Er wird entführt, wächst unter dem Papst auf, und als er dann mündig wird, also volljährig, entlassen sie ihn, er wird zum König gekrönt, alles schön und gut. So, aber was läuft jetzt mit dem Mönch, werdet ihr euch bestimmt fragen. Ja, dieser Mönch Hildebrand wurde mittlerweile zu Papst Gregor VII., ja, der Typ ist Papst, und zeitgenössische Berichte sagen, er ist der päpstliche Satan. Der päpstliche Satan, kann man sich schon vorstellen, dass er eigentlich ein ziemliches, ne, ihr wisst schon, ist, deswegen, aber okay, warum jetzt König wegen Papst, fragt ihr euch jetzt. Ja, okay, jetzt geht's los. Der Papst Gregor VII. Ist nämlich dann in Deutschen Königreich und macht seine Ansprüche klar und was er machen will. So, aber diese Ansprüche sind einfach unmöglich zu erfüllen. Ich werde es euch mal vorlesen. Der König darf keine Bischöfe mehr ernennen. Der König darf keine Kriege mehr erklären. Der König darf von Papst abgesetzt werden. Der Papst ist über allem. Der Papst ist über dem König. Der Papst darf den König oder auch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs, ihr wisst schon, den mit der Krone hier auf dem Kopf, absetzen. Das ist einfach unvorstellbar. Da würdet ihr euch als Heinrich auch denken, was stimmt mit dem Typ nicht? Ja, das hat Heinrich sich auch gedacht, und deswegen gab es ein heftiges Duell zwischen den beiden. Ihr wisst schon, immer wieder gegeneinander gestichelt. Aber es ging dann so weit, dass Heinrich einen Brief geschrieben hat, in dem er ihn praktisch als Eindringling das auf dem Stuhl des heiligen Petrus behandelt hat und gesagt, er ist nur ein kleiner Mensch und er soll sich mal, ne, ihr wisst schon. Deswegen war Gregor VII. Angepisst und hat ihn absetzen lassen. Ja, er hat den König abgesetzt, Leute, abgesetzt. So, und was macht? Und er hat vor allen Dingen auch die Fürsten von ihrem Eid, den sie ihm geschworen haben, entbunden. Ihr wisst schon, der Typ, der Heinrich wurde entführt, wurde von den Fürsten aufgezogen, und diese Fürsten mussten jetzt den Treueeid gegen ihn nicht mehr halten. So, aber da die Fürsten jetzt nicht komplett arschig sind, auch nicht Rudolf von Rheinfelden, ihr wisst schon, der Typ, der gesagt hat, ich halte die Treue, wenn du ein gerechter König wirst, sagen sie ihm, okay, du hast ein Jahr, um dich praktisch vor dem Bann des Papstes zu befreien. Wenn du das nicht innerhalb von einem Jahr machst, dann bist du kein König mehr. So, was macht Heinrich? Würde jeder wahrscheinlich auch machen. Er geht,
nach Italien zum Papst. So. Und als der Papst dann mitkriegt, du weißt schon, der päpstliche Satan, Gregor der Siebte, als er mitbekommt, dass Heinrich auf dem Weg dann zu ihm ist. Und er dachte, er kommt mit einer Armee, er will mich umbringen. Also verschanzt er sich in einem Schloss, der Burg Ganossa, in den Alpen. So, er geht aber in die Alpen, aber als Heinrich dann da ist, ohne Armee, barfuß in einem Büßerhemd, ihr wisst schon, ne, und fleht den Papst um Verzeihung an, kniet vor ihm nieder, wirklich nur barfuß mit einem zerlumpten Aussehen, praktisch. Nicht mehr so, wie ihr ihn jetzt hier auf dem Bild seht, sondern einfach wie ein Bettler vor ihm und bettelt ihn an, löst mich von dem Bann. So, das macht er. Er sitzt da tagelang vor die Tür, bis der Papst halt sich auch mal, der ist schon der päpstliche Satan, deswegen auch, bis er sich dann halt auch mal entschieden dazu, ihn zu vergeben, wie er eigentlich predigt. Ja, er wird befreit von seinem Bann und er kehrt nach Deutschland zurück. Aber da fällt etwas auf. Der Rudolf von Rheinfelden, der wurde zu einem Gegenkönig ausgerufen. Die Fürsten haben Rudolf von Rheinfelden zu einem Gegenkönig ausgerufen. So, da jetzt aber Heinrich IV. Sozusagen wieder in der Gunst des Papstes steht, wird das Ganze auf dem Schlachtfeld ausgetragen. Ihr wisst schon, so wird es aus dem Schlachtfeld ausgetragen. Und, es sieht am Anfang aus, als würden Heinrich Truppen verlieren, aber dann wird Rudolf von Rheinfelden, ihr wisst schon, der Gegenkönig, getötet. Ihm wird die Hand abgeschlagen, er wird einfach umgebracht, weswegen Heinrich sozusagen den Krieg gewinnt. Und am Ende läuft es für ihn gut, weil er will natürlich wie jeder andere Herrscher, wie auch Otto der Große, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden. So. Es läuft für ihn alles ganz in Ordnung. Ja, der Gegenkönig ist besiegt. Er hat zwar vor dem Papst gebettelt, weswegen viele ihn als Versager ansehen. Ich meine, würde ich auch tun. Ich meine, ein König, der im Bettlerhemd, aber ihr wisst schon. Und was macht der Papst Gregor der Siebte? Ihr wisst schon, Hildebrand wurde abgesetzt. Er hat ihn abgesetzt. Warum hat er das nicht von Anfang an gemacht? Naja. Und er lässt sich also von einem anderen Papst, ihr wisst schon, mit dieser Krone hier ausstatten. Und, dieser Papst, und da es aber natürlich auch noch ein bisschen Anhänger von Gregor dem Siebten, ihr wisst schon, Hildebrand gab, haben die ein Arrangement getroffen. Der König darf Bischöfe noch in ihrem, zum Beispiel der Bischof Anno von Köln war ja auch ein Fürst. In weltlichen Amten darf der König Bischöfe einsetzen, aber als wirklich geistlicher Bischof darf das nur der Papst. So, das ist sozusagen die Abmachung, die sie getroffen haben. Alles schön und gut. Und was passiert mit dem päpstlichen Satan? Der stirbt nach 2 Jahren im Exil und Heinrich stirbt dann auch und wird begraben in seiner geliebten Stadt, die Stadt der Salier, Speyer. Wenn ihr Speyer nicht kennt, ist es eine wunderschöne Stadt und dort wird er auch begraben. Jo, okay Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich wartet auf die nächsten Videos, wenn es wieder heißt mit dem Geschichtsfreak und es wird spannend. Es geht um Kaiser Barbarossa. Ihr wisst schon, den Staufer Kaiser. Also, Abo dalassen, auf das nächste Video warten. Ciao, euer Geschichtsfreak.